Los geht's. Hallihallo, hier ist das Ortett. Das Ortett ist wieder da mit Folge 5, sind wir, glaube ich, mittlerweile. Wir sind 5 geworden. Ist man noch in der Kita? Und wir haben uns auch dieses Mal 4 Hörspiele vorgenommen, die wir in exakt einer Stunde vorstellen wollen. Deswegen sputen wir uns. Jeder von uns Vieren hat jeweils eine Viertelstunde Zeit, sein Hörspiel vorzustellen, beziehungsweise stellt's vor und wir diskutieren dann ein bisschen drüber. Und wir haben uns wieder ein Thema gesetzt, dazu aber später. Jetzt begrüße ich erstmal, wen haben wir denn alles? Hallo Markus. Hallo, guten Abend. Hallo Daniel. Hallo. Und hallo Olaf. Guten Tag. Alle da, das ist schon mal gut. Ach ja, hallo Martin. Hallo Martin. Er wartet so, hallo, ne? Hallo Martin. Ja, wer ist denn noch da? Weißt du, sind wir nicht 4? Ortett, ihr wisst schon. Die drei lustigen 2. Ja, genau. Wir haben uns das Thema Erstling heute rausgesucht, weil es das letzte Mal so wehgetan hat. Und wir dachten, machen wir mal lieber was Positives. Ja, positiv werden wir dann sehen, ob das wirklich positiv ist oder ihr werdet es hören. Und zwar fangen wir an mit mir dieses Mal. Und zwar, Olaf nimmt wie immer die Zeit. Hoffe ich. Welche hättest du gerne? Ach so, ich starte einfach. War das jetzt ein Physikerwitz, oder? Ja, genau. Ich hab gerade Antikammer gehört, deswegen bin ich okay, sehr schön. Ja. Sehr schön, da freue ich mich auch schon. Ja, ich habe mir den Erstling von Marco Göllner rausgesucht. Marco Göllner sollte man ja, wenn man im Hörspielbereich unterwegs ist, mittlerweile zumindest kennen. Damals kannte man ihn vielleicht so ein bisschen von Pandora's Play. Da hat er nämlich das erste Mal Lunte gerochen, so hörspieltechnisch, und hat dort zum Beispiel, jetzt habe ich es vergessen, das darf doch wohl nicht wahr sein. So gut vorbereitet. Chronologie der letzten Tage, genau. Hm. Umgesetzt. Da war aber das Skript noch nicht von ihm, sondern hat eine Fremdgeschichte quasi umgesetzt. Allerdings sein Erstling, auch er würde, also ich habe nachgefragt, er würde das auch als sein Erstling bezeichnen, ist Öffne die Tür, Open the Door. Und darum soll es jetzt gehen. Ja, zum Hintergrund, das ist nämlich ganz interessant. Dieses Hörspiel war nämlich ein Teil seiner Abschlussarbeit an der FH Bielefeld in soziale Arbeit im Fach Medienpädagogik. Und das Ding ist dann später bei Pandora's Play rausgekommen. Und er hat illustre Sprecher auch versammelt bekommen. Und der Knaller ist natürlich Andreas Fröhlich, hat er auch für sein Projekt anscheinend begeistern können. Ja, und das ist wirklich dann sein Werk, das er auch so dann bezeichnen würde. So, zur Geschichte. Darf ich da überhaupt irgendwas erzählen? Ja, ich versuche mal. Es ist schwierig. Ich muss aber wirklich einen Spoiler vorwegschicken, weil sobald wir dann drüber reden, ist eigentlich der Gag dieser Geschichte ein bisschen weg. Also, wenn ihr das Hörspiel nicht kennt, bitte quasi schon zum nächsten Track springen und das Ganze überhören. Es geht um Bo. Bo wird gespielt von Marco Göllner. Der bezieht eine neue Wohnung. Bo's Place ist auch im Booklet so drin. Bo's Place. Es gibt noch diverse andere Sachen, die so schön verbal verwurstelt sind, zum Beispiel auch die Personennamen, die in diesem Stück vorkommen. Hinter allem steckt im Endeffekt mindestens einer, wenn nicht sogar mehrere Gedanken, was ich ja an Marco Göllner so mag. Das ist jemand, der sich Gedanken macht und nicht einfach Dinge schreibt oder vertont. Ja, diese Wohnung ist leer. Denn dieses ganze Gebäude ist leer, denn er ist quasi der erste Mieter, der dort einzieht. Und es ist schön, es ist groß, es ist Altbau, alles ganz toll. Aber das hat eine Merkwürdigkeit, diese Wohnung, denn es gibt einen separaten Eingang, der ins Treppenhaus führt, wofür aber erstmal kein Schlüssel da ist. Diese Wohnung war nämlich mal eine Wohnung für Bedienstete und Angestellte, weswegen dieser separate Eingang da ist. Ja, Bo arbeitet als Drucker und lernt dort quasi bei seiner neuen Arbeit, deswegen ist er in diese neue Wohnung auch gezogen, einen Kumpel kennen, das ist der Jost, das ist Andreas Fröhlich, und die beiden arbeiten halt für die gleiche Zeitung und landen des Öfteren in der Zen-Bar, wo Bo die Fee kennenlernt und
Ja, so, sie nähern sich so ein bisschen an, sage ich jetzt mal, aber erstmal nur angedeutet. Ja, Bos Wohnung hat aber eine, nicht nur diese eine Merkwürdigkeit mit dem separaten Eingang, es gibt nämlich auch Geräusche in dieser Wohnung. Und da kommen wir schon ins Hörspielerische. Dieses Ding ist nämlich gemacht fürs Hörspiel und das hört man in sehr, sehr vielen Fasern. Und das wird sich bei Marco Göllner auch in seinem Werk weiterhin durchziehen, dass er halt nicht einfach eine Geschichte schreibt, sondern wirklich ein Hörspiel schreibt und mit uns, dem Hörer vor allem, spielt. Und das nicht nur akustisch, sondern auch Brainfuck-technisch. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ja, zu einem späteren Zeitpunkt bekommt Bo eine Einladung von Fee zu einer Vernissage und dort ist auch alles merkwürdig und Fee geht sehr ran, sage ich jetzt mal, und die beiden landen dann tatsächlich bei Bo zu Hause und dort ist es komisch, ganz merkwürdig. Fee ist auf einmal weg, Bo hört weiterhin diese komischen Geräusche, die aus dem Treppenhaus anscheinend kommen und die Vermieterin sagt, es könnte der Hausmeister sein. Der ist es aber irgendwie nicht, denn dem telefoniert er hinterher und der ist es nicht. Alles ist merkwürdig. Wir haben dann sehr schöne Schreckmomente. Ein blankes Telefon klingeln kann einem wirklich bei diesem Hörspiel den Verstand rauben, wenn man sich wirklich drauf einlässt. Ja, bis wir dann einen ganz merkwürdigen Cut in diesem Hörspiel haben und Bo sich auf einmal mit seinem stummen Bruder unterhält. Sein Bruder, sein Zwillingsbruder, lebt nämlich in einem Heim. Viel mehr erfährt man nicht, außer dass er nicht sprechen kann und Medikamente bekommt und er unterhält sich quasi per Klopfzeichen mit ihm, sage ich jetzt mal. Ganz merkwürdig. Ja, eines Abends kommt Bo nach Hause und womit er eigentlich die Tür verschlossen hat, er hat nämlich einen Kugelschreiber in das Schloss reingesteckt. Der Kugelschreiber liegt vor der Tür. Was ist passiert? War es der Hausmeister, der irgendwie versucht hat, in Bos Wohnung einzudringen? Ganz merkwürdig. Die Merkwürdigkeiten häufen sich und das Ganze wird immer gruseliger und immer gruseliger. Es wird wirklich wie so eine Schraube angezogen und mündet dann in einer der für mich bis heute gruseligsten Hörspielszenen ever. Und zwar, als Bo ins Treppenhaus geht, die Tür auf einmal offen ist, Fee oben an der irgendwo oben im Treppenhaus steht, währenddessen das Telefon klingelt und der AB rangeht und nochmal doppelt, dreifach Spoiler, Fee auf einmal ins Telefon spricht. Und Fee dann diesen wundervollen Satz sagt, jetzt willst du wohl nicht mehr hochkommen, oder? Und dann, es wird immer gruseliger und immer gruseliger. So, jetzt mache ich vielleicht doch mal einen Punkt, sonst verrate ich einfach zu viel. Dann ist wirklich jeglicher Gag vom Hörspiel weg. Ich muss mal auf meinem Zettel gucken, wo ich gerade bin. Die Frage ist halt immer, was ist oben? Bo weigert sich nämlich, dort hochzugehen in diesem Treppenhaus. Was ist auf dem Dachboden? Und was ist mit Bos Bruder los? Also es sind diverse Merkwürdigkeiten, die sich anhäufen und die den Hörer verunsichern. Und das ist der geniale Kniff in diesem Hörspiel. Man selber versetzt sich in Bos Lage, ist am Anfang so, ja, neue Wohnung, das heißt ein bisschen merkwürdig, aber okay. Und dann wird man immer mehr hineingezogen in diese Geschichte und immer mehr kommt einem das alles komisch vor. Und man guckt sich selber um und denkt sich, ja, das ist irgendwie ist das merkwürdig und fragt sich, was zum Hack ist hier los? Und genau dieses Gefühl ist Sinn und Zweck von diesem Hörspiel. Genau dieses Gefühl soll erzeugt werden, nimmt uns immens mit und nimmt uns mit auf einen Albtraum, der einen hammermäßig guten Schluss hat, der bis heute funktioniert. Ich habe das Hörspiel ja, ich weiß nicht, damals, als es rauskam, abgefeiert. Und jetzt nach diversen Jahren, ich habe es zwar immer mal wieder gehört, aber nach diversen Jahren mal wieder gehört, muss sagen, dass das immer noch wahnsinnig gut funktioniert. Und Marco Göllner halt einfach wirklich sein Handwerk schon beherrscht hat. Wie Pausen gesetzt werden, wie dezent, wirklich dezent, schneidet euch diverse Scheiben ab, ihr Hörspielmacher, Musik eingesetzt wird und dann, bam, auf einen Schlag laut Musik eingespielt wird. Also wirklich krasse Unterschiede sind von Lautstärken, was man sich mittlerweile in so glatt gebügelten Sachen einfach nicht mehr traut. Das Ding ist edgy, würde ich das jetzt mal nennen. Und immens clever. Die Geschichte ist natürlich wahnsinnig, finde ich wahnsinnig gut. Bis ins kleinste Detail
wirklich, also am, das ist auch was zum Mehrfachhören. Wenn man den Gag dann kennt, kann man die Geschichte mit Genuss nochmal hören und wirklich ganz kleine, tolle Details nochmal erkennen. Also damals schon ein typischer Göllner tatsächlich. Viel Schwankung, was die Lautstärken anbelangt. Mit wenig Elementen viel Effekt erreicht. Pause, laut, leise, Musikeinsätze. Ja, ganz toll. Und ja, ich finde das Ding immer noch granatenstark und damals schon ein waschechter Göllner. Wie geht's denn euch? Auch ganz gut, danke. Auch ganz gut. Ist schön. Ich muss, hat er gesagt. Ich muss nur kurz einschreiten und formal richtig stellen. Es heißt nicht Edgy, der Mann heißt Ed Sheeran. Nicht mehr. Oh Gott. Sind wir echt schon so alt? Dass wir vor dem Start schon im Keller sind, aber jetzt kann nochmal eine Schippe drauf. Ich bin schon auf den 300%-Modus. Ja, das ist gut. Ich komm da nicht raus. Nee, warte mal noch, das machen wir zum Schluss. Okay, na gut. Also ich habe es heute auch nach längerer Zeit. Könnt ihr euch zurückerinnern, als ihr das erste Mal gehört habt? Also ihr habt es ja bestimmt tatsächlich auch mal gehört, oder? Ja, ich auch, ja. Seid ihr, ich habe es nach längerer Zeit wieder mal heute gehört und wie gesagt, das funktioniert immer noch. Und wenn man dann das weitere Oeuvre von Göllner irgendwie kennt, dann erkennt man halt wirklich, dass da einer weiß, was er tut und dass er da wirklich, dass er halt mit den wachsenden Möglichkeiten das immer mehr ausgereizt hat. Also ich finde es toll, wie er mit Musik spielt und mit Geräuschen in den Mitteln, die er da zur Verfügung hatte und auch schon mit Räumen und Räumlichkeiten. Also man kann mit Göllner, es gibt ein paar Sequenzen in Dorian Hunter oder in Old Arden Garden, wo einfach jemand durch einen Raum geht oder durch eine Stadt geht und allein wie er diese Räumlichkeiten einfängt, das erkennt man hier auch schon zum Beispiel im Treppenhaus oder einfach wenn er durch ein Zimmer läuft, dass er das durchaus immer im Ohr hat und dass er dieses filmische Ohr eben hat. Das merkt man hier schon im Erstlingswerk. Ich erinnere mich an den Werwolf oder an diesen Wolfsüberfall bei Dorian Hunter mal, wo wirklich von links nach rechts der Werwolf wirklich vom äußersten linken Ende bis zum äußersten rechten Ende dieser Werwolf durch den Kopf einmal durch ist. Ja, das weiß ich auch noch, völlig geblättet. Und bei Goldagen Garden, der Anfang von Goldagen Garden, die erste Sequenz. Es gibt eine Sequenz in Goldagen Garden, wo einfach jemand durch den Raum geht, die dauert nur 1-2 Minuten und ein Zimmer durchsucht. Der geht rein, macht die Schublade auf, Tür zu, Tür auf und der sagt nichts. Und das ist so, das klingt so geil und es geht einem durch den Kopf eben. Und das passt eben zu dem Thema auch sehr gut, weil es um Psyche geht und um, ja, so Mindfuck oder Brainfuck, das ist wirklich da drin in Öffne die Tür. Ja, seid ihr denn damals draufgekommen? Um mal blank zu fragen, also auf was es hinausläuft. Ist schon so lange her, ich glaube aber eher nicht. Mhm. Damals auch nicht, nee. Du meinst wie so Anspielungen wie Both Plays oder so? Nee, ja, also ich wurde echt überfahren davon damals, das weiß ich noch. Zum Teil vielleicht, weil es auch so, es gab so eine Reihe von Filmen, immer mal Fight Club oder Identität oder Zwielicht oder so, die alle auf so ein Psycho Twist rauslaufen und irgendwas in der Art, aber wie es dann wirklich ausgegangen ist, das fand ich auch sehr, also sehr überraschend. So, aber so eine Richtung habe ich mir schon gedacht. Hat er doch, ne? Ja, also man merkt schon, also ich fand es für einen Erstling jetzt nach beim jetzigen Hören nochmal besonders beeindruckend, also wenn man so sieht, ja, ist ja quasi dann tatsächlich so das erste Werk, wo er dann selbst drin gearbeitet hat. Er hat ja vorher, glaube ich, vermutlich nur bei Pandora's Play mitgearbeitet, wenn ich das so richtig in der Chronologie der letzten Tage und bei Schattenseiten halt mitgesprochen als Gedoni. Immer mal. Ja, aber weiß ja halt nicht, inwieweit er da eingebunden war. Aber das, also es ist schon beeindruckend, was man da so aus dem Stand. Gut, man könnte jetzt sagen, da ist jetzt nicht mehr viel dazugekommen. Aber fehlt ja auch nichts, ne? Ich fand's schon sehr beeindruckend. Überrascht hat mich, also ich war, ja, enttäuscht kann man nicht sagen, aber ich fand so im
seine schauspielerische Leistung, da hat er sich tatsächlich in letzter Zeit noch gesteigert. Also da waren so ein paar Szenen drin, wo er dann doch ein bisschen abfällt, gerade wenn es so um die Emotion geht. Aber das hat er, also das fand ich jetzt im Vergleich, weil ich ihn gerade für so eine emotionale Szene in Suicide.de damals so gelobt habe. Aber das, wie gesagt, das ist Erstling und das sei verziehen und das ist immer noch auf einem Niveau, wo man eigentlich nicht meckern sollte. Aber es ist mir aufgefallen, so im direkten Vergleich. Also was ich euch nur dringend raten kann, wenn ihr euch dafür interessiert, Marco Göllner hat beim Hörspiel-Talk quasi in einem ganz alten Thread, findet er aber, dargelegt, was seine Hintergrundgedanken vor allem bei den Figuren waren. Und das Thema, das Hauptthema Schizophrenie, um das es eben geht, und die Ursachen von Schizophrenie. Also jetzt hat er es gesagt. Oh Mann. Ja, was denn? Spoiler. Ich habe doch vorher schon gedacht, die sollen gleich weiter. Ja, hast du recht. Ja. Okay. Und die ganze Diagnostik und so weiter, weil er sich eben und darum ging es halt auch, denke ich mal, in seiner Arbeit. Und wie er daraus halt basierend auf dem diese Geschichte gebastelt hat und wirklich was für kleine Details das alles hat, allein mit den Namen, das hat mich total geflasht, muss ich sagen. Also, dass ich wirklich nicht einfach einen Namen genommen hat, sondern wirklich die Bar zum Beispiel hat wirklich einen genauen Hintergrund und wirklich jeder einzelne Name, über den hat er sich Gedanken gemacht. Also nicht einfach irgendwie einen Namen genommen, sondern genau. Mhm. Das ist schon, das finde ich schon erstaunlich und irre. Ist aber auch irgendwie, also glaube ich, typisch für einen Erstling, oder? Dass man da so richtig, wirklich richtig viel Aufwand betreibt und Hirnschmalz reinsteckt. Also wenn man natürlich das Talent hat. Und das Ganze war ja, weiß nicht, ob es erwähnt worden ist, das Ganze war ja eine Diplomarbeit. Ja. Das Ganze war eine Abschlussarbeit für ein Studium. Ja. Palim, palim. Es bimmelt. Ding Dong. Ich ergänze noch, ich finde das auch super. Ja. Ich kann nicht mehr viel hinzufügen. Ja, ehrlich gesagt, was Olaf sagt, Sprecher ist das einzige Manko, was ich sehen würde. Und das andere ist, was super ist, ist einfach dieses Timing von dem Hörspiel, das muss man erstmal so hinkriegen. Und davon lebt das für mich. Die Atmosphäre und die tatsächlich, wie das gut getimt ist mit Pausen, Abwechslungen, Bewegungen. Ich finde es genial. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte, super erzählt. Das Einzige, was wahrscheinlich gefehlt hat damals, war Geld, um das irgendwie noch dicker zu produzieren, wenn man es wollte. Oder, ich meine, der Stil hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten 20 Jahren, was man so auf die Ohren bekommt. Aber ansonsten ist das ein absoluter Tipp nach wie vor. Ja, also wenn man sieht, was man in dem Zeitraum damals ansonsten um die Ohren bekommen hat, war das schon deutlich herausragend. Ja. Also in der Qualität hat, glaube ich, damals nur John Sinclair funktioniert, in der Produktionsqualität. Mhm. Ja, auch wenn du jetzt guckst, Pandora's Play so als verwandtes Ding ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Und so Indies in dem Sinne, ja, da ist das ja schon, auch von der Story her, jetzt ja nicht der nächste Geisterjäger gewesen, sondern was ganz Eigenes. Ja. Ja, toll. Ja, der Nächste bitte. Jo, das wäre dann ich. Ich habe mir was raus... Olaf, läuft die Zeit, oder? Ja, ja, die läuft natürlich schon seit 13 Minuten. Bei allen, die spielen. Super, ja. Genau, ich habe mir was rausgesucht. Erschienen 1999 beim Verlag Steinbach sprechende Bücher. Und zwar Long John Silver nach einem Roman von Björn Larsson. Ein schwedischer Autor, der einfach mal, oder anders, die Schatzinsel ist ja ein häufig verhörspieltes Thema und ein häufig verhörspielter Stoff. Da gibt es endlos viele Fassungen. Und Björn Larsson hat sich nun in diesem Hörspiel um die Geschichte einer der wichtigsten Figuren aus der Schatzinsel gekümmert, nämlich Long John Silver, wie er geworden ist, was er dann wurde und seine Vorgeschichte, sein Leben, hat sich das ausgedacht und das Ganze hat Johannes Steck zusammen mit Bruno Winzen als Hörspiel bearbeitet und das eben 1999 veröffentlicht. Ich hatte das große Glück und Vergnügen, dass ich den Johannes Steck anschreiben konnte und mit ihm Kontakt aufnehmen. Wir haben dann kurz drüber telefoniert, weil es mir eben immer darum ging, ob das wirklich sein Erstlingswerk ist. Dem ist in der Tat so. Er hat mir eben erzählt, dass er damals Schauspieler war am Theater in Krefeld, dass er irgendwann das Buch von seinem Vater bekommen hat und dann in Eigenregie sich die Rechte besorgt hat und sich mit dem Bruno Winzen, die damals am selben Theater waren und eine Fahrgemeinschaft gebildet hatten,
sich bemüht hat, eben das umzusetzen. Er wollte ein Piratenhörspiel für Erwachsene machen. Und das ist ihm meiner Meinung nach auch gelungen. Ich habe das damals, als es rauskam, das erste Mal gehört. Und das Ganze ist in Frankfurt in einem Tonstudio entstanden. Es hat circa ein paar Monate gedauert, ein paar Wochen Aufnahmen, alles in Eigenregie. Es gab überwiegend, oder es sind fast alles professionelle Schauspieler, die er eben kannte und die er rangebracht hat. Bekannte Sprecher sind dabei, zum Beispiel Peter Josef Schmitz, den viele sicher kennen werden aus der alten John Sinclair-Serie, wo er zum Beispiel der Spuk war und in zahlreichen Nebenrollen. Und Helmut Winkelmann taucht noch auf, der auch einer aus der alten John Sinclair-Serie, der eine der John Sinclairs war, und eben Johannes Steck in der Hauptrolle. Ja, worum geht's? Es geht um den John Silver. Und ich finde, das Hörspiel beginnt schon mal mit einem Knaller, weil wir am Anfang erfahren, wie John Silver sein Bein verloren hat. Und warum und was das für Auswirkungen hatte. Und das ist eine wirklich tolle Szene, die einem durch Mark und Bein geht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es passiert eben im Rahmen einer Schlacht und John Silver kommt dann dem auf die Schliche, dass das Ganze kein Unfall war. Und derjenige, den er dafür verantwortlich macht, der erlebt was ganz Einschneidendes und es ist da wirklich sehr, sehr toll umgesetzt in dem Hörspiel. Und dann gibt es eben verschiedene Stationen des Long John Silver, also des John Silver. Wir erleben ihn ganz am Anfang als Schiffsjungen, als Jungen, der anheuern will, der dann einem Kapitän begegnet und der ihm dann mal ein paar Tipps gibt, worauf er zu achten hat und was er, worauf er zu achten hat, wenn er eben anheuern möchte. Und dann gibt es diverse Schiffe, bei denen er anheuert. Beim ersten Schiff ist er ziemlich lange und da erleben wir dann, dass nach einigen Jahren es zu einem Unglück kommt und John Silver sozusagen der einzige Überlebende des Ganzen ist und sich dann verstecken muss, weil er der Meuterei verdächtigt wird. Da lernt er dann eine Familie kennen, auch eine junge Frau, in die er sich verliebt. Und mit deren Vater wird er dann zum ersten Mal richtiger Pirat und die begeben sich sozusagen auf Raubzug. Dann gibt es eine Fahrt in die westindischen Kolonien, wo er ein Sklavenschiff begleitet, wo er auch mit an Bord ist. Und dann gibt es noch, der Captain Flint kommt auch vor, also die Thematik der Schatzinsel wird angerissen oder wie er eben Captain Flint kennengelernt hat. Und das Ganze wird aufgezogen von Grund auf so, dass der alte John Silver am Ende seines Lebens auf einer Insel alleine wohnt. Seine Gefährtin ist gestorben, er ist allein, er ist alt, er weiß, dass es bald vorbei ist und er schreibt dann sozusagen seine Memoiren. Und das ist so der Aufhänger oder der Rahmen oder die Klammer für die Geschichte. Ja, ich finde es für einen Erstling auch wieder sehr beeindruckend gemacht und sind tolle Sprecher dabei. Johannes Steck kennen vielleicht einige aus dem Hörspielbereich als Erzähler bei den 3 Fragezeichen Kids. Er taucht auch immer mal in Nebenrollen auf bei Dorian Hunter oder bei John Sinclair. Und er liest ganz, ganz viele Hörbücher. Zum Beispiel diese Hunter-Geschichten von Simon Beckett, die ist so eine bekannte Thriller-Reihe. Dann liest er ganz viel diese Markus-Heitz-Geschichten über die Zwerge und macht auch immer wieder mal Live-Auftritte und richtige Performances, in denen er Hörbücher vorliest. Und wie gesagt, war ein sehr angenehmes Gespräch und er hat gesagt, er erinnert sich sehr gern noch an dieses Hörspiel. Und Piraten sind ja eh so ein Ding, was jetzt abgesehen von der Schatzinsel nicht so oft auftaucht. Schatzinsel gibt es zig, endlos viele Hörspielfassungen. Und ich fand es eben interessant, dass man sich dieser Figur, die halt auch faszinierend ist und spannend ist, in so einem eigenen Hörspiel und einem eigenen Roman gewidmet hat. Es hat eine tolle Geräuschkulisse. Es hat eine eigens komponierte Musik, hat er mir erzählt, die dafür gemacht worden ist. Und es hat eben tolle Sprecher. Er hat gesagt, es sind alles Schauspieler. Nur, dass eben in Massenszenen, zum Beispiel, wenn es um Schlachten geht oder um irgendwelche Wirtshausatmosphären, dass da durchaus mal irgendwelche Kumpels mit dem Studio waren und das halt diese Atmos aufgenommen haben, weil es halt gerade nicht anders ging. Und aber auch das ist wirklich überzeugend. Johannes Steck gefällt mir sehr gut in seiner Rolle. Auch die Figur John Silver an sich ist
sehr faszinierend, weil sie eben, weil auch ein bisschen rauskommt, ja, was er für ein Typ ist, warum er zum Beispiel immer Handschuhe trägt. Das ist so ein Gag am Anfang, dem ihn der erste Kapitän, den er trifft, sagt, ich trage immer Handschuhe aus dem und dem Grund. Und das macht er dann auch und es rettet ihm auch ein, zweimal das Leben, dass er das eben so tut. Und ja, was kann man noch sagen? Das dauert 2,5 Stunden. Das Ganze ist leider nicht mehr offiziell erhältlich, aber antiquarisch, daran könnte noch kommen. Wie gesagt, bei Steinbach sprechen die Bücher, die eigentlich kaum Hörspiele machen. Er hat mir dann noch erzählt, dass es, nachdem es rausgekommen ist, als auf CD, es auch an den Bayerischen Rundfunk verkauft wurde, wo es dann ein-, zweimal auch ausgestrahlt wurde in der Vergangenheit. Vielleicht hat man auch das Glück, dass es wieder mal im Radio kommt. Und ja, was ich so abschließend noch sagen möchte an eigenen Ideen, die ich hatte, wenn man hört, es ist schön, dass heutzutage jeder Hörspiele machen kann. Man braucht ein Studio, man braucht einen Computer, ein Aufnahmeequipment und ein paar Leute, die da mitmachen. Und wenn man aus Mitleid irgendwie sagen möchte, ja, schön, dass du das machst, aber es klingt eigentlich scheiße, dann redet man oft von Herzblut. Und dieses Herzblut-Argument ist oft so ein Totschlag-Argument, aber ich finde halt, das ist jetzt Marco Gölder und auch eben Johannes Steck mit diesem Ding, ist ein Beweis dafür, dass wenn Herzblut und Talent und Engagement, also weil es ja wirklich so ein eigens durchgezogenes Projekt war, wenn das zusammenkommt und wenn das alles passt, dann kann wirklich was ganz Großes entstehen. Und das ist in dem Fall, finde ich, hat alles gepasst und ist gut rausgekommen. Er macht mittlerweile nicht mehr so viele Hörspiele, er hat mir erzählt, er hat für Sony und für den Reklamverlag so Klassiker-Adaptionen gemacht, die man zum Beispiel auch streamen kann. Also da gibt es dann klassische Werke der Weltliteratur als Hörspielfassungen. Und in Hörspielen selber taucht er leider meines Wissens nach nicht so oft auf. Aber wenn ihr zum Beispiel gern Hörbücher hört und gern Thriller hört oder so Fantasy-Geschichten, kann ich auch nur jedem empfehlen, dass ihr euch mal Johannes Steck anhört. Ja, also es ist damals, glaube ich, auch ziemlich eingeschlagen in der Community, die da gerade so im Entstehen war. Das ist 1999, das war so kurz vor diesem Hörspielboom, war das eine der, soweit ich mich erinnern kann, im Internet auch groß Anklang gefunden hat und der, glaube ich, viele Fans hat. Und wer so Romane über Piraten, über Seefahrt mag, der wird wirklich, kann das heute noch rennen, es funktioniert immer noch, obwohl es schon über 20 Jahre alt ist. Genau, so wie viel von mir. Es war vor meiner Zeit, witzigerweise. Ich wollte es gerade auch sagen, ich bin zu jung dafür. Damals nicht mit. Bei mir war es nach 2000, also ich habe es tatsächlich, klingt bescheuert, ich habe es das erste Mal gehört jetzt. Ja, ich auch. Ja. Okay, heute hätte ich nicht gedacht. Ja. Gerade ihr, das ist schon kennt das. Oh Gott. Okay. Wir hatten das auch mal als Tipp, glaube ich, bei Hörspielfreunde, so irgendwo als irgendein Tipp. Ich habe das aber auch erst später irgendwann 2000 getippt, würde ich jetzt mal so 5, 6 oder so, hatte ich mir diese 3 CD-Box dann da auch schon gebraucht besorgt oder auf jeden Fall nicht im Handel gab es das, glaube ich, schon nicht mehr, aber weil die, wie du sagst, die Auswahl an Piratenhörspiel für Erwachsene, die ist nun mal minimal. Mir fallen jetzt spontan noch die Arwinger ein. Genau. Und dann wird es schon extrem dünn. Also vielleicht mal so ja, gut, Serien. Die Schatzinsel-Umsetzung vom HR vor 1, 2, 3, 4 Jahren. Ja, die wollte ich auch ans Herz legen, wenn ihr als so Companion Piece was hören wollt, dann hört euch die letzte Schatzinsel an, die beim Hörverlag erschienen ist von Leonard Koppelmann, die das Ganze auch etwas anders aufziehen und wo eben John Silver auch eine gewichtigere Rolle bekommt, finde ich, wie jetzt in anderen. Das wäre so ein schönes Begleitstück, was man noch gut mit zuhören kann. Da wird, da spricht Udo Wachtweitel den Long John Silver. Und singt. Und singt. Ja. Genau. Nicht nur der Udo Wachtweiler, sondern der großartige Udo Wachtweiler. Ja, der einzigartige. Seitdem, das ist echt unglaublich, seitdem. Also so da, ja. Aber zurück zum Silber. Ja, tatsächlich, ich war recht angetan davon tatsächlich. Also ich kann, wie gesagt, ich kannte es nicht, habe es jetzt zum ersten Mal gehört und fand die Story verdammt interessant, weil man halt tatsächlich aus einer Vorlage was ganz Eigenständiges kreiert hat und ja, diese Schatzinsel spielt ja fast überhaupt keine Rolle, also beziehungsweise das Thema, also eigentlich alles, was in der Schatzinsel drin ist, ist hier nicht drin und umgekehrt und es ist trotzdem verdammt gut und verdammt spannend. Das einzige Manko, was ich so, oder beziehungsweise Manko, das war eine, ist eher so eine Geschmacklichkeit. Mir waren manche Szenen zu lang und dafür andere zu kurz. Also es gab so
so bestimmte Bereiche, wo ich dachte, oh, da hätten wir jetzt über dieses Thema hätten wir jetzt ein bisschen länger erzählen können. Zum Beispiel, wie er da mit diesem Ruderboot da quasi diese auf diese Insel kommt. Das ging mir so ein bisschen hoppla hopp. Und davor war die Szene an Bord mit den Sklaven. Das war mir zum Teil ein bisschen lang. Also da war so ein bisschen so ein Ungleichgewicht in der Bearbeitung. Ich weiß, kann natürlich sein, dass es im Originalroman auch so ist, aber ich hatte so den Eindruck, da hat man so Szenen rausgelassen, um es nicht allzu ausufern zu lassen. Und das ist hier und da ein bisschen geholpert. Aber vom Ding her fand ich das mega spannend und mega interessant, weil es halt mal was ganz anderes war. Ja, ich auch. Ich kannte den ja auch nicht, überhaupt nicht. Also auch von dem Roman noch nichts gehört tatsächlich. Ja. Und mit Piraten jetzt noch nicht so viel am Hut, außer halt mit der Schatzinsel. Ich fand es aber auch sehr originell tatsächlich. Hat mir auch gut gefallen. Mir waren ab und an die Erzählpassagen ein bisschen zu lang. Und ein Manko hätte ich, wenn ich eins nennen müsste, schwankende Musik. Also manche Musikstücke sind einfach so toll, weil wahrscheinlich fiel es mir auch ein, nur so auf, weil die halt manchmal so toll waren und so seemännerisch waren, schentisch waren, dass das wirklich super gepasst hat. Das Stück spielt zu 80% auf dem Wasser, auf Schiff. Ist doch klar, dass das schwankend ist. Also du bist ja ein bisschen... Kannst du doch nicht hier als Vorteil anbringen. Mensch, Martin. Ab und an waren halt diese Sündstücke drin. Ja. Sehr selten, aber manchmal. Mir fällt das halt immer vor den Latz. Aber ansonsten bombig. Also das hat mir auch richtig gut gefallen. Ja. Schließe ich mich an. Ich habe nur bei manchen... Sprecherpassagen hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass man das Piratige so ein bisschen arg rauskehrt, also dass man so dieses Arr und jetzt sind wir hier auf Seemänner, dass man die Stimme so rau macht, an ein, zwei Stellen, wo ich gesagt hätte, hätte vielleicht nicht ganz sein müssen, aber alles im Rahmen und absolut gut. Also ich finde das auch toll, ich finde das auch gut, dass man es auf 3 CDs so lang erzählt hat. Das hätte man ja auch bestimmt in einer erzählen können, aber dass dann so ein Verlag auch hingegangen ist zu der Zeit, in der Hörspiele nicht sehr populär waren und dann einem Neuling zugetraut haben, okay, dann mach halt mal 3 Stunden Hörspiel da draus. Es ist bestimmt auch sehr viel Geld bei drauf gegangen und das ist auch schon ein hohes Risiko. Von daher ist das auch nochmal ein tolles Ding, so jetzt gerade im Vergleich auch mit Open the Door, wo ja im Prinzip wahrscheinlich so gut wie gar kein Geld zur Verfügung stand für eine Diplomarbeit, hat man dann hier wahrscheinlich eher aus dem Vollen schöpfen können. Von daher echt ein tolles Zeitdokument auch, das zu haben, ein Hörspiel aus der Zeit für Erwachsene in dem Stil, gab es sonst nur im Radio als einstündige Radioblogs, aber auch nicht über Piraten, also nicht sowas Popkulturelles, sage ich mal, wie eine Schatzinsel-Vorgeschichte für Erwachsene. Also ein schönes Unikat. Und mir war das vorher auch nicht bekannt, dass das irgendwie ein Erstlingswerk von jemandem ist. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer das gemacht hat. Ich habe es gehört, wie gesagt, vor 10, 15 Jahren mal locker. Fand das auch damals schon gut, aber das macht das Ganze nochmal schöner. Also mir hat er erzählt, dass das Ganze ja wirklich auf Eigeninitiative, also dass es da kein Sender war oder Verlag, der da Geld gegeben hätte, sondern dass lange Zeit auch unklar war, wie ausgiebig die Schauspieler überhaupt bezahlt werden können. Und dann gibt es eine eigene Art von Verträgen, deren Name mir jetzt entfallen ist. Aber er meinte dann, dass wirklich Geld reingekommen ist, eben vor allem durch dieses die Rundfunkausstrahlung dann, weil es an den Bayerischen Rundfunk rauskommt. Und dass dadurch dann auch möglich war, eben, dass das nochmal was bei rumkommt. Aber dass es ansonsten eben jetzt schon so ein ganz eigenfinanziertes und eigen durchgezogenes Projekt war. Ja, den Mut muss man echt erstmal haben, ne? Also, puh. Und richtig schön lustige Szenen, also das Kiel holen zum Beispiel, das habe ich so aufgenommen, das war gemein. Na und das Barbecue ist ja... Ja genau, warum er Barbecue heißt, auch cool. Gut, wollen wir noch einen? Ja, wollen wir noch einen? Ja, komm, hau rein. Ja, dann direkt mal eine Spoilerwarnung vorweg. Es gibt direkt ans Ende. Nein, Quatsch. Ja, meins schlägt irgendwie in eine ähnliche Kerbe. Ich habe denselben Zeitraum mir rausgepickt und wir haben uns ja vorher jetzt nicht so abgesprochen oder so. Tatsächlich hätte ich auch Open the Door auf dem Zettel gehabt. Also die Frage nach interessanten Erstlingswerken von Leuten oder Labels stand im Raum. Und ich habe mir den Jack the Ripper rausgekramt von Ripper Records, damals neu gegründet von Frank Gustavus aus dem Jahre 2001.
Und witzigerweise, ja gut, ihr hattet jetzt schön, ich fühle mich ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt, ihr habt so schöne Vorgespräche geführt und nochmal nachrecherchiert. Also ich habe auch was geforscht, nur leider ist seine eigene Homepage von Frank Gustavus ist offline und dann so diesen genauen Werdegang wird schwierig, aber ich habe Interviews gefunden auf Hörnews, Grüße gehen raus an Detlef und ein Audio-Interview zum Thema Dorian Hunter und da kamen so ein paar Infos raus, wie das er Ende der 90er sein Volontariat beim Radio abgeschlossen hat und danach auch die Idee hatte und in Eigenregie dann diesen Jack the Ripper Stoff zu vertonen als Hörspiel, aus dem Drang raus ein Hörspiel zu machen, das es so nicht gibt, weil er auch diese Europawelt, die man so kennt, dann über hatte. Also wirklich was etwas Erwachsenes erzählt und da schlagen wir jetzt echt ehrlich in die gleiche Kerbe wie die anderen beiden auch, weil das hier zum einen ja nun mal in Eigenregie dann gemacht wurde, mit sehr viel Liebe zum Detail und auch mit Sicherheit Herzblut. Buch, Regie und Produktion, alles von ihm. Ja, und durch seine Radio-Vergangenheit hatte er wohl dann auch ganz gute Connections und schon ein bisschen eine Idee, wie so ein Produktionsablauf funktionieren kann. Hat dann das Skript geschrieben und dann dieses Hörspiel produziert und schöpft auch in Sachen Sprechern aus dem Vollen. Da muss man direkt mal Dietmar Müß als Jack the Ripper raushauen, der das komplette Ding trägt. Ich würde fast sagen, 50% des Hörspiels sind sowohl die Stimmung als auch wie die Qualität, das sind Dietmar Müß, ohne jetzt Frank Gustavus Leistung da kleiner zu reden. Ja, das war der Start von Ripper Records. Gut, ist nicht der kreativste Name, wenn man Jack the Ripper sich pickt und dann sagt, gut, nenne ich das Ding halt Ripper Records. Und hat dann danach noch so, ich sag mal, fast einmal im Jahr ein weiteres Hörspiel produziert. Ich habe hier vor mir liegen Blackout. Das ist so ein Zeitreise-Thriller, sage ich mal. Die vergessene Welt nach Arthur Conan Doyle mit den Dinosauriern irgendwo im Urwald, glaube ich, war das. Dann gibt es noch den Vampir oder Zweittitel Gespenstersommer am Genfer See. Davon gibt es zwei verschiedene Fassungen und zum Schluss kam noch Gesucht, Billy the Kid. Da hat er ein 2-CD-Hörspiel gemacht mit Billy the Kid. Sven Plate war das, glaube ich. Genau, Sven Plate. Bei allen Produktionen kann man sagen, Sprecher, Name-Dropping fällt da ganz leicht. Da sind immer ganz viele Hochkaräter mit dabei. Und auch im Interview hat er geschrieben, er hat eigentlich immer alle bekommen, die er so wollte. Hat dann immer sich schon überlegt, wen will ich haben, also Wunschbesetzung. Und das lief auch wohl meistens immer ganz gut. Hat dann da dieses Hörspiel produziert, hat wohl auch von der ersten Produktion, also vom Ripper, relativ gut verkauft, weil er dann auch bei Lübbe im Vertrieb gelandet ist, sodass das auch, also ich habe tatsächlich nur eine Nachpressung, ich habe schon gehört, die Kollegen hier haben eine Erstauflage mit einem Fehldruck, die ganz selten ist, unterschrieben. Ich habe nur die 2005er Nachpressung von Lübbe, aber es ist inhaltlich natürlich genauso gut. Ja, okay, das Hörspiel. Wir haben Jack the Ripper. Was macht er? Frank Gustavus erzählt, hat sich einen der vielen Stränge angenommen, die es so gibt um Jack the Ripper. Es gibt ein eigenes Feld an Menschen, die nennen sich Ripperologen. Also das sind die Leute, die analysieren, welche Theorie jetzt stimmt oder welche wahrer ist als die anderen. Tatsächlich ist es wohl so, dass die sich Frank Gustavus rausgepickt hat, sich auch kurz danach oder Anfang der 2000er dann als Fälschung rausgestellt hat, wo man sich heute eigentlich sehr einig ist, dass es nicht so war und dass dieser James Maybrick, um den es hier geht, klar dann für uns Jack the Ripper oder Dietmar Müß, nicht der Jack the Ripper war, sondern dass die Tagebücher, die man von ihm gefunden hat, später in den 90ern, dass das Fälschungen sind. Ja, nichtsdestotrotz, die Geschichte ist trotzdem erzählenswert und irgendeine muss er ja nehmen. Er hat sich halt diese rausgepickt und er erzählt das aus dem Krankenhaus raus oder einem Sanatorium. Wir haben einen ganz alten, älteren James Maybrick, der schon, geistig umnachtet, kann man wohl sagen. Also der steht neben sich aufgrund von Strychnin und Arsen-Konsum über viele Jahre, exzessiv. Also da hat man wirklich ein Drogenopfer in der Klinik liegen. Arzt, Schwester und Frau sind sich da einig, dass das, er ist kaum noch ansprechbar und spricht in Delirien und so erzählt er die Geschichte immer in Rückblicken, wie James Maybrick dann zum Schlechter geworden ist. Wir erfahren dann immer wieder im Wechsel Szenen, wie die Polizei ermittelt, wie der Yard ermittelt, da gibt es auch ein paar lustige Sachen und dann wieder Zwischenblenden ins Krankenhaus und schlussendlich zum Ende von
von Mr. Maybach. Ja, es ist dann wohl ein reicher Baumwollhändler aus Liverpool gewesen, der dann immer nach London zu Geschäftsreisen gefahren ist, da dann seinen Exzessen gefolgt ist und ja, wir haben hier nicht einfach irgendwie einen durchgeknallten Killer, sondern einen eifersüchtigen, gebrochenen Mann, der mit seiner Frau sich überwirft. Sie ist fremdgegangen, er auf Geschäftsreise, er nimmt zu viel Drogen und dann hat er Wut auf alle Frauen dieser Welt und greift sich dann irgendwann nachts die erste Prostituierte. Diese Morde sind sehr detailliert beschrieben und auch umgesetzt. Das ist schon, also nicht wie bei Kuru, aber in einer expliziten Qualität. Auch hinterher die Beschreibung vom Yard, wenn die Opfer untersucht werden, ist dann sehr ausführlich. Also es ist auf jeden Fall ein erwachsenes Hörspiel. Das so als kleine Warnung, wer damit nichts anfangen kann, auch vielleicht dann doch die Finger weg. Aber ansonsten würde ich sagen, ein absolut gelungenes Ding, auch vor allem als Erstlingswerk fand ich es schön, weil auch das Label damit gegründet hat. Ja, die Geschichte, wie gesagt, das rotiert dann immer so, Mord, Yard ermittelt, wir haben nochmal eine Szene mit seiner Frau, wo man teilweise dann wieder hat, oh, vielleicht finden sie sich ja doch nochmal zusammen, wird aber nichts, wieder Geschäftsreise, nächster Mord, anderes Vorgehen. Der Yard hat zwischendurch eine lustige Ermittlung, wo sie versuchen, einen geschminkten Bobby als Prostituierte in die Gasse zu stellen und das geht natürlich in die Hose. Aber wie gesagt, ist Dietmar Müß hier das A und O, wie er das spricht, ist einfach sehr eindringlich und sehr, sehr gruselig. Also da kann es einem echt Schauer über den Rücken treiben und zwar sehr häufig. Um noch ein paar andere Namen genannt zu haben, Hans Pätsch hat hier auch nochmal eine Rolle, ist ja für viele immer so ein Highlight, weil er nicht so oft in anderen Sachen auftaucht, außer bei Europa ab und an. Also hier hat er nochmal doch ein paar Sätzchen zu sprechen auch. Franz Josef Steffens, Achim Schülke, Frank Gustavo selber hat auch eine kleine Rolle. Ja, die Frauenopfer fand ich alle ein bisschen sehr ähnlich als Sprecherinnen und auch alle ein bisschen sehr alt klangen die für mich. Das vielleicht so als kleines Manko, dass ich diese Frauenstimmen kaum auseinanderhalten kann. Ja, das mal zum Hörspiel. Also ich fand es sehr gut. Später ist dann aus Frank Gustavus Folgendes geworden. Er hat dann Ripper Records nichts mehr produzieren können, weil die Verkaufszahlen wohl zu schlecht waren, hat sich dann parallel oder versetzt bei Oettinger Audio beworben für Kinderhörspiele und wurde auch genommen und macht das seitdem sehr viel und häufig. Mit Pippi Langstrumpf, Kinder von Bullabü, den Olschis, macht jetzt auch TKKG Junior schon lange, da seid ihr so begeistert von. Jetzt haben wir eben noch im Vorgespräch rausgefunden, Saga und Epic waren ja auch von ihm. Also genau. Das ist eine lange, lange Liste an, das ist auch schon für Oettinger gewesen. Als Sprecher fungiert er auch immer mal wieder. Ja, das war mein Pick. Feuer frei. Wie hat es euch gefallen? Ich war sehr, sehr erstaunt beim Wiederhören, mit wie wenig Elementen Frank Gustavus hier große Wirkung erzielt. Also einmal ganz, ganz dick und fett vorne, das hast du ja schon divers gesagt, Dietmar Müß ist einfach nur sensationell als von Drogen und Eifersucht wahnsinnig zerfressener Mörder. Also das ist unglaublich, ihm da zuzuhören. Ja. Und also er ist dieses Hörspiel im Endeffekt, ja. Das muss man wirklich so deutlich sagen. Ja, aber also was mir halt dieses Mal wirklich erstaunlich aufgefallen ist, ist, wie wenig direkt hörspielerische Elemente das Ding eigentlich hat, also über die Schauspieler jetzt hinaus. Und was für eine große Wirkung das trotzdem hat. Also wie dezent er das da einsetzt und wie gut das tatsächlich funktioniert. Ja, und das Ensemble ist ja wirklich irre. Also für einen Erstling, das ist echt Wahnsinn. Ja, und das Ding wurde ja mal, wenn ich mich recht erinnere, zum Hörspiel des Jahrzehnts gewählt. War das bei den Hörspielfreunden? Ne? Orkanus. Orkanus? Das hat ein Orkanus fürs Hörspiel des Jahrzehnts gekriegt. Das ist oder sogar des Jahrhunderts. Das Jahrhundert. Das ist witzig. Ja, das ist von 2001, okay. Ja, das würde ich vielleicht nicht unbedingt unterschreiben, aber gut, ja. Also immer noch sehr hörenswert, fand ich. Und alleine Dietmar Müß tatsächlich alleine seine Leistung finde ich schon so irre, dass man dieses Ding unbedingt mal gehört haben muss, meiner Meinung nach. Ja. Also ich finde es auch
immer noch sehr gut gemacht und zeitlos irgendwie. Das könnte auch gestern produziert worden sein. Und ich kann mich noch erinnern, als das rauskam, konnte man es ja auch direkt beim Verlag, glaube ich, bestellen. Ich habe da nämlich so eine Fassung, da ist ein Druckfehler drauf auf dem Booklet. Ich habe mir den mal signieren lassen dann. Und genau, und dann ist eben, weiß ich noch, da habe ich, glaube ich, auch mal gemailt wirklich oder in einem Interview gehört, ob die denn das im Studio aufgenommen, also am großen Tisch und so. Und es ist wohl wirklich am runden Tisch entstanden. Mhm. Also, dass die alle zusammensaßen. Und ein Funfact, den ich auch so aus dem Interview noch weiß oder vielleicht auch durch eine Mail, dass Hans Petsch, der damals schon sehr alt und nicht mehr so gut drauf war, den hat er sogar selber besucht und hat ihn, hat bei ihm zu Hause diese Passage aufgenommen, die am Schluss ja kommt. Das ist ja nur ein Auftritt, den er hat. Aber eben, und es tauchen eben so, ja, so schon so Granden aus der Europa-Hörspielwelt auf, die aber wohl wirklich alle zusammen im Studio waren. Und was jetzt Daniel bemängelt hat mit den Prostituierten, dass die schon so alt sind, die waren eben schon, also das bemängel ich oft an so Filmen wie From Hell oder so, wo die alle wunderschöne blonde Haare haben und frisch gewaschen und weiße Zähne. Und sie waren aber schon alle um die 40, 50 rum, die er ermordet hat. Und das kommt ziemlich, kann sein, das stimmt, die ja, Stimmen okay. sind etwas ähnlich, aber sie hat sich, glaube ich, schon bemüht, da jetzt nicht irgendwie 20-jährige junge Mädels zu nehmen, sondern das wirklich so, und auch dieses, sage ich mal, dass das ja, verbrauchte, arme Geschöpfe waren, die eben, die einfach krank waren und verbraucht durch ihre Tätigkeit. Das kommt recht gut rüber. Und Dietmar Müß ist halt... ist ja auch nicht Hanni und Nanni. Ja, genau. Und Dietmar Müß ist halt eine Naturgewalt, finde ich. Also denn, das ist ja unschlagbar. Auch schon das ist echt der Wahnsinn, ja. In Herr der Ringe zum Beispiel als Gollum kennt man ihn ja. Und in der Rolle ist er wirklich unschlagbar. Was ein bisschen... Hm. Es gibt so eine Szene mit einer Cyankali-Kapsel zum Schluss, das ist ein bisschen seltsam. Er geht zum Arzt und also um das Ganze aufzulösen, das wirkt ein bisschen gewollt oder so, aber da schwamm drüber. Und ja, ich habe eben auch mit einem Reprologen kurz mal kommuniziert, der sich wirklich alles über Jack the Ripper liest, der auch sagt, dass das Hörspiel gut ist, aber dass diese These mit James Maybrick eben schon lang widerlegt ist, weil eben die Tagebücher als Fälschung gelten. Ja, ja. Habe ich auch, das wurde als Fälschung entlarvt. Na, gut, das ist aber, egal welchen Mythos man sich da rauspicken würde, es wäre ja dann doch in irgendeiner Form ein Zweifel da, oder es ist keine Fakten-Nacherzählung. Von daher ist das ein guter Weg, ja. Kann man ja machen. Ja, man hat ja eine Basis und also von daher, egal. Ist halt fiktional. Aber es funktioniert ja und das ist ja die Hauptsache und es funktioniert sogar verdammt gut, fand ich. Also es war wirklich ist mir immer noch ein Fest, dieses Hörspiel zu hören, tatsächlich. Ja, ne, ich pick mir jetzt auch mal die ganze Reihe nochmal raus. Ripper Records war ja schon ein schönes Sammelfeld vielleicht auch, wenn noch irgendwie Lust hat zu sammeln. Also wenn noch fünf oder sechs Hörspiele. Ich will von Regine Arem, Der Mieter. Ist glaube ich, bei Hörbuch Hamburg rausgekommen. Lief mal im Radio, ist also ein Remake eines, also ein Hörspiel-Remake eines Hitchcock-Klassikers. Also den Hitchcock hat ja auch schon mal als Stummfilm den Ripper erzählt unter der Mieter. Und das ist wirklich auch ein ganz tolles Stück. Regina Lemnitz als Vermieterin. Ja, großartig. Ja, schönes cool. Ding. Ich habe noch eine kleine Anekdote vielleicht. Und zwar war ich damals in Hamburg mit der Mediabühne mich unterhalten. Und die haben ja auch einen Ripper gemacht für Meister der Angst. Und den habe ich dann auch empfohlen, mal das Ding zu hören. Und die waren überhaupt nicht angetan. Und zwar aus dem Grund, sie haben für ihr Hörspiel Opferperspektive gewählt. Und wenn man das unter der Prämisse sieht, ja gut, die Opfer ist jetzt nicht groß die Opferperspektive eingenommen. Ne? Das sind halt einfach Opfer, über die man dann auch relativ wenig erfährt. Aber ja, stimmt, aber Dietmar Müß ist ja so ein halbes Opfer. Ne? Ich meine, Dietmar Müß ist ja hier auch das kranke Drogenopfer. Das klingt jetzt blöd, ist natürlich falsch, aber das Opfer seiner Eifersucht und so. Ne? Ja genau, das Schlaglicht liegt ja ganz eindeutig hier bei Dietmar Müß. Und deswegen würde ich das dem jetzt verzeihen. Wir verzeihen Dietmar Müß. Ja. Sehr gut. So, Spoiler vorbei. Nee, Quatsch. Bing, 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 bing. Ja, es hat gebingt. Jetzt was Nächstes, was auch in die gleiche Kerbe schlägt. Ja, Anfang der 2000er, ernster Erwachsener-Stoff.
Ja, ich habe mich kurzfristig umentschieden. Ich würde jetzt doch Franz Mohns ausgeartetes Auspunkten machen. Ja, ich kriege Ausschlag gerade. Ja. Nein, ich habe mir im Gegensatz zu euch mal was Ernsthaftes rausgesucht und nicht so ein Kinderkram, was so locker flockig daherkommt, sondern ein leider knallhartes Drogenstück, was ja die Realität auf deutschen Schulhöfen extremst gut abbildet. Und zwar trägt das Stück den eingängigen wie originellen Titel 300% und die Scheiße mit dem Schulgarten. Und ist quasi der Erstling von Stuart Kummer und Edgar Lindscheid, der damals noch als Eigenproduktion gefertigt wurde und erst 2014 dann im Radio quasi übernommen wurde, nachdem man dann mit The Cruise oder ähnlichen Hörspielen auch schon die ersten Erfolge beim WDR feiern durfte. Und da hat man gesagt, naja, wenn ihr da noch was in der Schublade habt, dann kommt man mit rum. Und da hatte man was, was aber dann auch ganz anders war als The Cruise oder der Cayman Club. Was dem Ganzen schon ähnlich ist, ist der Humor, der durchscheint, weil hier ist auch ein bisschen Humor drin. Es geht um drei Schüler, und zwar einmal den Kai Oliver Helmke, genannt Akte, die Kerstin Dos Santos, genannt Cassie, und den Magnus Kahn, den man Genghis nennt, warum auch immer, keine Ahnung, wo das herkommt. Es klingt so ein bisschen wie eine halbfertige Jugendbande, wo der Dicke fehlt, aber es ist auch so. Allerdings erleben die keine Abenteuer als Räuberjäger, sondern haben ein ganz anderes Problem, denn sie haben, sie verticken Drogen. Und jetzt kommt das große Problem. Sie haben im schuleigenen verwilderten Gewächshaus eine kleine Marihuana-Plantage. Und es kommt eine neue Lehrerin an die Schule und die hat die wundervolle Idee, aus diesem alten Gewächshaus einen wunderbaren Schulgarten zu machen und dafür ein Projekt aufzustemmen. Und das ist natürlich den drei jetzt ein Dorn im Auge und wird mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Natürlich ist Genghis hat so das Problem, dass er beim Direktor schon in der Kreide steht wegen mehrerer Verstöße und sich da nicht mehr allzu viel erlauben kann. Und trotzdem versuchen die drei mit allen möglichen Tricks dafür zu sorgen, dass diese Schulgartenidee schnellstmöglich ad acta gelegt wird. Und überlegen sich da verschiedene, etwas zum Teil hanebüchene Aktionen, ob sie zum Erfolg führen, das will ich jetzt nicht verraten. Aber das Ganze ist tatsächlich ein... Ein eher lustiges Hörspiel. Es erinnert sehr an die Ferienbande, hätte ich jetzt mal gedacht, weil es so vom Humor, von der Derbheit auch schon ziemlich gut geht. Ich möchte nur mal kurz den wunderbaren und sehr eingängigen Titelsong zitieren. Genghis ist stark und Cassie voll geschickt und Akte hat im Leben noch niemals. Und dann hört irgendwie der Reim auf. Ich weiß nicht, warum. Aber das, Prozente, yeah! Ja, das deutet aber schon in die Richtung, also spätestens, wenn man den Titelsong gehört hat, weiß man schon, was einen da die nächsten 50 Minuten erwartet. Und ich fand das als Erstling, den man ja gar nicht als Erstling wahrgenommen hat, weil man da, als man ihn hören konnte, also beziehungsweise als ich ihn hören konnte, dann schon etwas von Stuart Kummer und Edgar Lindscheid gehört hatte. Und umso überraschter war ich, weil das ja dann so ein bisschen doch aus dem Rahmen fällt und ich sag mal auch aus dem Rahmen, was man sonst beim WDR hört. Also in der Derbheit hat man da humorige Stücke eher selten vernommen und das fand ich einmal eine wohltuende Abwechslung. Dann ist es vom Humor her total super tatsächlich gelungen. Also es ist ja gerade Humor in Hörspielen ist ja immer so ein bisschen, funktioniert ja nicht immer so. Hier, das wird auch nicht jedem gefallen, aber ich fand so im Großen und Ganzen ist das doch was man sich anhören kann, ohne verschämt in die Ecke gucken zu müssen. Und von daher bin ich da recht angetan von.
Tolle Sprecher sind noch dabei, das sollte man vielleicht noch erwähnen, denn man hat es da trotz Eigenproduktion geschafft. Simon Jäger zum Beispiel, Udo Schenk, Tanja Gehkel ist dabei, Helmut Gauss. Also es ist ziemlich gut besetzt und ja, vor allen Dingen Santiago Ziesmer. Wahrscheinlich hat man Martin Semmelrogge nicht bekommen. Ich habe immer gedacht, das ist die typische Martin Semmelrogge Schuppe-Figur, aber ja, Schluppe. So. Aber Schlucke, ja. Genau. Und aber ja, fand ich gut. Fand ich vor allen Dingen, weil diese Charaktere wirklich so bombastisch treffend sind. Und ja, ein Highlight für mich. Ja, sehr schön. Hast du vielen Dank, gepickt? Olaf, dass du dir dieses Hörspiel rausgesucht hast. Seither pfeife ich diese doofe Titelmusik. Ja, ist doch schön. Danke. Aber wann kam das raus? Also ich habe das irgendwie erst vor 2 Jahren oder so gehabt, das beim WDR so zum Hören. Deshalb genau, hat es mich gewundert, dass das ein Erstling ist. Ja, es ist ursprünglich von 2008 ist es, glaube ich, produziert worden und es lief erstmals im Radio 2014. Okay, krass. Ja. Und es wurde dann nochmal vor, ich weiß, also 2014 habe ich es auch noch nicht gehört. Ich habe es dann in der nächsten Wiederholung, das ist vielleicht auch 2 oder 3 Jahre her, maximal. Jetzt gesagt, da habe ich es dann auch mitbekommen, ja. Ja, top Ding, ne? Also ich finde das auch echt, ich könnte das auch noch ganz oft hören, weil es echt witzig ist. Es macht einfach Spaß. Du sagst Ferienbande, klar, das hat man irgendwie so direkt als erste Assoziation an die Jugend. Banden, Prellungen. Ich fand es aber nicht so drüber wie die Ferienbande. Also ohne die Ferienbande ist jetzt auch nicht, ja doch, die ist drüber. Mhm. Aber das hier ist irgendwie noch eine geradlinigere Story. Ich meine, die drei sind halt auch ein bisschen greifbarer als Charaktere. Klar sind die auch blöd. Ach, mit diesem Apothekervater, der die Kondome andrehen will. Ja, ach, da muss ja nicht peinlich sein mit diesen Binden und so. Ja, schön. Ja, wenn du so einen Hey Oliver daheim hast. Ja. Bringt. Und dann, auch als das dann mit dem Schulgarten klar wird, dass sie da ihre Hanfplantage schützen müssen. Ja, schön, sehr, sehr schön. Das Titellied dazu, geniale Sprecher, wirklich sehr gut besetzt. Das ist, da schöpft man auch wieder aus dem Vollen. Mhm. Ich habe gar nichts zu meckern. Ich finde das einfach klasse. Wie gesagt, ich habe mir das auch echt schon mehrmals angehört. Ich hänge immer nur an dem letzten Schreiben, die Prozente, yeah, das ist so bei mir im Ohr, die Melodie ist dann immer schnell wieder weg, Gott sei Dank. Ja. Ich fand's auch, also ich bin auch dankbar für den Tipp, weil mir ist das irgendwie durchgerutscht, als es im Hörspiel, also als es zum ersten Mal rauskam offiziell, und ich hatte natürlich auch eher die Ferienbande im Kopf, die mir dann insgesamt ein bisschen bissiger ist, und auch viel nerdiger, aber ich fand gerade dieses nerdige Level von dem Hörspiel jetzt, von dem Schulgarten, genau richtig, weil man schon merkt, da ist jemand, der kennt diese Jugendserien-Tropes und diesen Aufbau, aber es sind jetzt nicht unbedingt Insider drin, die man jetzt nur kennt, wenn man alle 300 drei Fragezeichen gehört hat. Okay. Das fand ich ganz angenehm, weil es muss ja auch von wegen Bildungsauftrag und für jeden zu hören sein. Und ich hatte kurz vorher zum ersten Mal Cayman Crab gehört. Und da habe ich mich auch totgelacht während des Hörspiels. Und dann merkt man halt auch so, ja, hey, was da an Potenzial schon drin gesteckt ist, als die angefangen haben. Und wenn man die dann mal loslässt und denen, wie gesagt, wie jetzt Göllner zum Beispiel, die Möglichkeiten gibt, zu machen, was sie möchten und auch die technischen Möglichkeiten zu haben und vielleicht auch die Sprecher, dann ist Wahnsinn, was da kommen kann. Oder The Cruise zum Beispiel, was ja auch ein absoluter Knaller ist. Mhm. Also das für einen Erstling ist es wirklich klasse. Und ich finde auch toll, dass man so Spitzensprecher auch und eben auch mit diesen Gedanken an die Hörspielvergangenheit und Hörspielkinder, weil es taucht ja eben Simon Jäger auf oder Lutz Mackenzie, den man ja auch von Europa kennt und aus diesen vielen 5 Freunde und Jugendhörspielen, dass da jemand ist, ja, der weiß, wovon er redet und der liebt es auch, was er hier veräppelt. Und das, oder was er hier, ja, zitiert, das fand ich sehr schön. Das muss man auch können, so. Ja, ja, ich fand es gut, dass man das also auf den Kopf stellt. Also, dass man nicht also dieses typische Ermittlertrio hat, sondern eben ganz im Gegenteil. Und das dann eben auf die gleiche Art beleuchtet wie eben so eine Jugendserie. Das fand ich schon ziemlich gut. Ja, es ist auch originell. Also, wie immer bei Lindscheid und Kummer, die sind einfach sehr originell, immer witzig, immer skurril und
und immer voll drauf. Das mag ich bei denen auch. Das ist immer dieses Tarantino-Ding. Ich weiß nicht. Also ich habe da irgendwie immer Tarantino im Kopf. Immer voll drauf. Merlau, Dezenz ist Schwäche. Genau. Gib ihm volle Ladung, volle Möhre. Deswegen macht jedes Hörspiel von denen macht immer Spaß. Das macht so einen Spaß, das zu hören. Toll produziert und Hammer. Also ich mag. Ja, da gilt auch der alte Gose-Johann-Satz. Wenn das brennende Fahrrad die Böschung runterfährt, soll es bitte unten noch explodieren. Ja. Und so ist das hier auch, ja. Ja, und es wird nicht doof, also es wird nicht blöd irgendwie. Also du musst auch schaffen, da so ein Level zu halten, damit es nicht überkippt ins total Bekloppte oder so. Das gibt es eben hier auch nicht so, sondern das sind schon echte, in gewisser Weise echte Figuren, die da spielen, die halt ein bisschen ihre Eigenheiten haben. Aber man übertreibt es nicht und das ist auch eine Kunst. Ja, ja, finde ich nämlich auch. Das ist so die Waage. Mir ist die Ferimande, das ist so nochmal ein bisschen alberner auch. Mhm. Und das hier ist ein sehr schönes Level aus, wir nehmen das als Hommage, aber nicht als Verballhornung. So. Mhm. Und ja. Genau, da ist mehr Originalität da drin. Richtig. Ja, und es kann halt auch einer hören, der vielleicht noch nie 3 Fragezeichen gehört hat, der wird auch Spaß daran haben. Oder der mit dem Europakosmos nichts anfangen kann, der kann es trotzdem, glaube ich, ganz gut hören und sieht das halt dann als abgedrehtes Jugendhörspiel. Das heißt ja auch, glaube ich, im Abspann dann ein Jugendhörspiel für Erwachsene oder so. Ja, passt. Das, was die 5 Freunde für endlich erwachsen versuchen, aber nicht so ganz. Ah, also dann lieber. Da sitze ich jedes Mal und schüttel den Kopf und denke, was macht ihr da? Ja, das ist die Frage halt. Ne? Wen wollen die da jetzt auf welchem Level erreichen? Aber das hier ist halt klar. Also so könnte es funktionieren. Ja. Schneidet euch 15 Scheiben ab. Dicke. Ja, ja, sowas kann es gerne öfter geben. Aber das wäre natürlich als Serie, wäre das natürlich auch nichts, weil das. Das reitet sich tot. Das reitet sich wahrscheinlich tot, ja. Aber so als. Ich würde es zutrauen. Ich würde es ihnen zutrauen, dass sie es irgendwie und kriegen. So ab und zu meine Folge. Ja. 400%. Ja, vielleicht noch so einen dicken reinschreiben. Ja. Für so Body-Shaming-mäßig, ja. Könnte man noch was. Ja. Guck, jetzt muss ich wirklich nachgucken, wo du eben sagtest, Tarantino, Pornflakes war ja auch Kummer, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Pornflakes noch großartig. Da habe ich auch immer noch Bilder im Kopf mit diesem Maschinen. Ja, hör auf. Das ist, Also, wer das jetzt hört, wer Cayman Club und Cayman Crab nicht kennt, der hat nicht richtig gelebt. Das ist wirklich, das ist so unfassbar. Gibt es sogar auf CD, Cayman Club und den Crab gibt es sogar noch im Spiel. Das ist unglaublich und lustig. Und The Cruise ja auch auf CD. Und The Cruise ist halt, das ist eher so ein Mystery-Ding. Auch 2 Teile, das muss man hören, so, weil das unglaublich, weil Cayman Crab, ich war echt mit Bauchschmerzen vor Lachen. War ich im Bett gelegen und das ist ja irre. Das ist ja, da muss ich auch immer noch an das Kind denken, dass da in den Kanal kackt. Ja, genau, das alles runterspielt. Und dass man eben, der Gag ist ja, dass man aus einer Misere, man wollte ja was anderes machen. Ja. Und dann hat man aus der Not sowas entwickelt. Das ist ja irre. So, also, dass dann sowas bei rauskommt. Verrückt. Wirklich, also unbedingt Hörtipp, wo Stuart Kummer, Edgar Lindscheid draufsteht. Könnt ihr echt bedenkenlos reinhören. Und ganz aktuell gibt es ja auch ein neues Schöpfer von Leben. Ist jetzt seit Ende Juni im WDR-Hörspielspeicher eingestellt. Auch schon eine ältere Produktion, die jetzt erst ans Tageslicht kommt. Also hat schon 4 Jahre auf dem Buckel, aber auch ein tolles Ding. Ach, das sind diese Kurzdinger mit William Cohen, der dann immer, oder? Verwechsel ich das jetzt? Nee, Konzeptagentur, ja doch. Genau, ja. Mhm. Eigentlich so, also es ist als ein Hörspiel drin, aber es ist eigentlich keine Ahnung, 12 Teile oder so sind das bestimmt. So 5 Minuten würde ich jetzt schätzen, so, ne? Immer wo so ein Thema, Welt erschaffen und dann. Genau. Mit Martin Kessler, großartig. Ja. Als Agenturchef. Sehr gut. Ich sehe noch Hotel for Xmas, das hatten sie auch noch gemacht. Ja. Und Martin Kessler ist bei Cayman Crab auch so geil, weil er immer die Intros sprechen soll. Er hat eine irre Rolle da, ja. Die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Na, haben wir wieder was gelernt. Und diesmal was ihr wirklich mitnehmen könnt, was ihr wirklich hören solltet. Im Gegenteil zur letzten
Gegensatz zur letzten Episode, wo wir ja eher gewarnt haben. Ja, alle vier, bitte. Ja? Und zwar jetzt. Ja, plus Schaffenswerk. Den ganzen Katalog immer noch mithören von den Leuten, was die so gemacht haben. Genau. Kann man eigentlich alles durch die Bank empfehlen. Ja. Wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Und fragen, ihr hört uns dann, ja, nee, wir euch. Uns. Wir hören uns. Ja. Die Stimme ist weg. Ist auch nicht schlimm, wir sind da vorbei. Ja, das machen wir wieder, ne? Ja, auf alle Fälle. Denken wir uns wieder was Schönes aus fürs nächste Mal und dann hören wir uns zum Ortett Nummer 6. Ja. Erotische Hörspiele. Na, hör mir auf. Ortett Nummer 6, ja, genau. Ja, auch schwierig. Nackte Weiber und so. Erotik in Hörspielen war immer so ein Streitthema auch. Was darf man das? Will man das überhaupt? Also will man das wirklich hören? Will man ein Erotik-Hörspiel haben? Als Gedanken. Vielleicht haben wir doch ein anderes Thema. Vielleicht auch das sechste Hörspiel einer Serie. Folge 6. Ja. Wisst ihr auch schon eins? Ich wüsste eins, aber okay. Ja. Der Totenkopf. Nee, der. Gut. Die Totenmaschine. Sprechende Totenkopf. Die Totenmaschine 6 von Gabriel Burns. Boah, beste Einzelhörspiel, erste Einzelfolge einer Serie aller Zeiten. Ja, da würde ich dir sogar zustimmen. Ja, genau. Ich weiß noch, Folge 6. Wie ich das zum ersten Mal in meiner Studentenbutze in Eichstätt mit Kopfhörern gehört habe und dann danach irgendwie eine Stunde lang nicht mehr atmen konnte. Unfassbar, unfassbar geil. Ja, können wir gerne machen. Aber ich ist eine Idee, ja. Ja. Gut. Okay. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt. Ja, genau. Finden Sie ein Motto aus DF. Ja, dann verabschieden wir uns für heute und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Ganzen und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Unbedingt. Alles Gute euch. Viel Spaß beim Hören. Jo. Tschüss. Auf bald. Tschüss. Tschüss. Außer ihr habt noch was zu sagen. Nein. Nein. Oder nein? Oder doch? Meine Frau und meine Tochter kratzen an der Küchentür, weil sie verhungern. Okay, nee, dann. Nein.